Soweit die Füße tragen. Eine Geschichte aus 1946. Wie so oft saß ich gegen Mittag an dem Fenster in unserer Wohnung, von dem man hinunter auf die Straße blicken konnte. Auf meinem Schoß lag meine Zither und ich wartete, während mein Blick über den Gehweg von einem zum anderen Ende der Straße schweifte. Es war Mittag, ungefähr 13 Uhr, und normalerweise wäre jetzt Schulschluss. Aber in der Schule war ich schon lange nicht mehr. Wegen dem Krieg gab es irgendwann keinen Unterricht mehr und die Schule wurde geschlossen. Ich bin gerne dort gewesen. Vor allem der Musikunterricht machte mir viel Spaß. Denn gesungen wurde bei uns zu Hause und mein Vater spielte die Ziehharmonika und ich lernte es von ihm. Und ich hatte natürlich meine Zither, auf der ich auch an diesem Tag wieder spielte und dazu sang. Und man mein Lied unten auf der Straße hören konnte. Das machte ich nicht für jeden, sondern ich wartete, bis der Aufseher die Straße entlang kam und dann vor unserem Haus stehen blieb, während ich spielte. Der Name des Aufsehers war Mirko. Er war ein tschechischer junger Mann. Mit mir reden durfte er nicht, aber immer, wenn er dort unten auf der Straße stand, machte er mit seinem Finger eine ganz kleine Bewegung, die mir signalisierte, dass ich hinunter zu ihm kommen sollte. Ich lief schnell die Treppe hinunter aus dem Haus zu Mirko, der mir dann heimlich etwas zusteckte. Meistens war es ein einfaches Brötchen, das trocken war, aber ich freute mich immer sehr darüber, denn viel zu essen gab es nicht mehr. Nach einem kurzen Lächeln ging Mirko weiter und ich, glücklich mit dem Brötchen in der Tasche, zurück in unsere Wohnung, wo ich auch am nächsten Tag wieder mit meiner Zither oben am Fenster auf ihn warten würde. Der Krieg war offiziell vorbei, aber die Lebensmittel waren knapp und man konnte sich nur mit einer Lebensmittelkarte das Nötigste als Ration an der Ausgabe abholen. Dorthin ging ich oft gemeinsam mit meiner Oma. Ich bekam die große Milchkanne zu tragen und wir liefen zwischen der Straße und dem Bürgersteig zur Ausgabe. Auf dem Gehweg durften wir nicht gehen und ohne unsere weiße Armbinde durften wir unser Haus auch nicht verlassen. Meine Oma sagte dann immer zu mir, wenn ein Aufseher uns anhält, sollte ich mit ihm sprechen, denn ich habe früh Tschechisch gelernt. Da in unserem Haus ein Einkaufsladen war, dessen Besitzer war auch Tscheche und der hatte zwei Kinder, mit denen ich oft gespielt habe. Und so habe ich die Sprache gelernt. Auf dem Weg zurück zu unserer Wohnung wurden wir tatsächlich von einem Aufseher angehalten und er fragte mich auf Tschechisch, was denn in meiner Milchkanne sei. Ich antwortete, Mléko, Milch, und dann sollte ich die Kanne für ihn öffnen. Er blickte kurz auf die Milch und dann spuckte er hinein und ging weiter. An manchen Tagen hatte ich Angst. Nicht vor den Menschen, sondern einfach, weil es so wenig zu essen gab und man einfach nicht wusste, was am nächsten Tag passieren wird. Einmal kam mein Vater mit einem Russen nach Hause und er hatte uns etwas zu essen mitgebracht. Der Russe war sehr nett zu uns. Zum Abschied gab er meinem Vater ein kleines Porträtfoto von sich in die Hand. Darauf sah man ihn in seiner Uniform. Und wenn man das Foto umdrehte, sah man, dass etwas auf der Rückseite stand. Dort stand in feiner, sauberer Schrift, Andenken lang an guter Mann. Ein anderes Mal kam mein Vater allein, aber ohne Schuhe, in seinen Socken abends nach Hause. Auf seinem Heimweg hatte ein Russe ihn angehalten und ihm ein Kompliment zu seinen Lederschuhen gemacht, welche er prompt ausziehen und dem Russen geben musste. Dann lief er den Rest des Weges in seinen Socken
durch den nassen Rinnstein zu uns nach Hause. Eines Abends sagte mein Vater dann zu mir, ich solle zu meiner Tante und mit ihr nach Deutschland gehen. Mein Vater, meine Mutter und mein 6-jähriger Bruder würden zurückbleiben. Meine Mutter packte mir etwas zu essen und am nächsten Tag musste ich allein loslaufen. Sondern nur eine Seilbrücke, welche die Russen über das Wasser gespannt hatten. Einer von ihnen begleitete mich über die schwankende Brücke, bis ich sicher an dem anderen Ende angekommen war. Als er mich fragte, wohin ich ging, antwortete ich, Mama, so wie es meine Eltern mir gesagt hatten. Ich sollte niemandem verraten, dass ich zu meiner Tante und in Richtung Deutschland geschickt wurde. Meine Tante Millie war eine freundliche, hübsche Frau. Sie erwartete mich bereits und hatte einen Rucksack mit etwas zu essen für uns gepackt. Denn meinen kleinen Proviant hatte ich längst gegessen. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zu einer anderen Tante, die uns aufnehmen sollte. Von dem vielen Laufen waren meine Füße an manchen Stellen wund und schmerzten. Und wenn ich es nicht mehr aushielt, zog ich einfach meine abgetragenen Schuhe aus und ging ein Stück barfuß. Manchmal führte unser Weg mitten durch den Wald und auch sonst liefen wir nah an den Bäumen. Und immer wenn ein heranfahrendes Fahrzeug hörten, warfen wir uns schnell in den Straßengraben oder liefen zurück in den Wald aus Angst, entdeckt oder zurückgeschickt zu werden. Nach einem weiten Weg erreichten wir das Haus von Tante Anna. Ich war erleichtert, endlich eine Pause machen zu dürfen. Wie müde ich bin, da
Zorro.